Letztes Jahr auf der Grünen Woche war Deutschlands erster Insektenburger der Star. Seitdem hat sich viel getan. Zahlreiche Food-Startups haben es mit ihren Insektenprodukten bereits in die Supermarktregale geschafft. Auch dieses Jahr ist das Thema Speiseinsekten auf der Grünen Woche ein Trendthema. Ich traue mich heute und probiere es mal aus. Wie schmeckt man Insekten? Welches sind denn die Insekten, die sich am besten zum Kochen eignen? Also mein Favorit ist die Heuschrecke. Die ist am aufwendigsten zu verarbeiten, weil ich halt die Flügel entfernen muss und die Beine, weil die halt so eine Widerhaken an den Sprungbeinen haben. Aber macht mir am meisten Spaß, gibt optisch auch ein bisschen mehr her als die anderen und geschmacklich liegt sie bei mir halt auch vorne. Was ist denn so dein Lieblingsinsektengericht? Also ich mag Schokolade und da kommt die Heuschrecke schon wieder ins Spiel, den süßen Hüpfer. Also schokolatierte Heuschrecke. Da löse ich halt die Schokolade auch mit einem leichten Olivenöl, ein bisschen Meersalz und etwas von einem Orangenöl. Wo bekommt man denn diese Insekten her? Genau, Insekten beziehe ich persönlich halt von meinem Züchter. Für den Otto-Normalverbraucher gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sich an mich wenden, das wäre die eine, an das große www. Also ins große Internet, da gibt es viele getrocknete, gefriergetrocknete Geschichten. Gibt jetzt sogar verschiedenste Firmen, also aus Holland oder aus Frankreich oder Spanien, die halt auch schon mit verschiedenen Geschmacksnuancen anbieten. Und wie ist es preislich so? Also was muss man da auf die Theke legen, um sowas zu erwerben? Und wie viel bekommt man dann? Also die Preise für Insekten variieren so zwischen, also eine Heuschrecke ist wirklich, also fangen wir mal oben an, sozusagen bei dem Kobe Beef, wie ich es anfangs erwähnt hatte, so Stück, so ab 39 bis 45 Cent, also sprechen wir von Stückware, vom Kilopreis, wenn wir da getrocknete Heuschrecken haben, Kilopreis sind wir so zwischen 1.600 und 700 Euro, also das ist dann meine Hausnummer, ja, ja. Grillen sind da schon wieder ein bisschen preiswerter, da hast du so ca. 30 Stück, so für 3,50. Dann geht es wieder runter mit den Schwarzkäferlarven und Mehlwürmer hat man dann, ich sag mal so 100 Gramm für 2,50 Euro. Welche Nährwerte haben Insekten denn? Also sind sie zum Beispiel sehr eiweißreich? Platz 1 stehen die Proteine. Also das ist auch Hauptbestandteil und auch Hauptgrund, dass wir sagen, okay, Insekten als Nahrungsmittel. Jetzt bist du ja schon ziemlich lange im Geschäft. Kannst du was darüber sagen, ob Insekten so als Lebensmittel an Beliebtheit bei den Deutschen gewonnen haben? Dadurch schon, dass ich 16 Jahre jetzt mit Nahrungsmitteln, sprich mit Insekten arbeite, habe ich festgestellt, dass jetzt so in den letzten, ich sag mal, drei, vier Jahren sich wirklich ein großer Umbruch getan hat, dass die Leute auf mich nicht mehr mit diesen verzerrten Gesichtern auf mich zukommen, sondern erst eher mit erwartungsvollen Gesichtern. Also das, was sich wirklich widerspiegelt, dass dieses I, was ich so vor 5, 6, 7, 10 Jahren noch hatte, also nicht mehr, ich muss auch nicht mehr so viel erklären. Die wissen irgendwie schon alles. So, ich mache jetzt den großen IGW 2019 Insektengeschmackstest. Ich habe 4 unterschiedliche Insektenarten jetzt hier vor mir und ich werde auf jeden Fall dann auch bewerten. Also bei mir gibt es dann ein Ranking 1, 2, 3, 4. So, jetzt geht's los. Ja. Hier kommt mein Fazit. Number one war auf jeden Fall die Heuschrecke. Super lecker, super nussig. Keinen komischen Nachgeschmack, einfach rund. Nummer 2 waren diese hier. Auch sehr nussig. Also hat alles irgendwie eine leichte Nussnote. Wahnsinnig gut. Nummer 3, die kleine Ausführung. Und das hier muss ich sagen, das ist schon echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch tatsächlich beim Reinbeißen, wenn man einfach so ein ganzes Tier in den Mund nimmt, mit Beinen und Flügeln und so weiter. Deswegen Nummer 4.